Hallo Leute, heute sind wir in der neuen Schulgebäude von Hutschenyang. Und diese zeigen wir euch heute. Jetzt geht's los. Wir sind angekommen und die Räume in der ersten Etage sind noch leer, deswegen zeigen wir euch die anderen Räume. So, wir sind jetzt schon angekommen und wir haben festgestellt, wir haben endlich eine Dusche. Das ist so eine schöne Ecke. Nach dem Sportunterricht ist es einfach das Beste, was es geben könnte. Jetzt fehlt nur noch eine Umkleide. Ein Traum. Was ist hier so? Toilette. Falls eine Klasse viel zu viele Menschen geben, haben wir extra Trennwände verbaut bekommen. So Leute, jetzt geht's hoch. Endlich Räume. Die nicht leer sind. Die sind alle leer. Oh, hier ist ein totes Deck. Oben sind unsere Räume. Ich war da. Die sind unser neuer Tisch und Stühle. Komm, da. Fädchen. Geh her. Kleine Enttäuschung. Alle Räume sind trotzdem leer. Aber wir sehen neue Stühle und neue Tische. Sogar Doppeltische. Da unten links. Das ist dann. Das hier ist dann, wo Gespräch zwischen Eltern und Lehrern halten wird. Wir können hier oben noch gerne nochmal ein Klassenzimmer zeigen. Aber wir haben wieder Trennwände. Heißt, zwei Räume wieder. In einem. Und farblich auch super. Die eine Schule war sehr farblos. Also es war schon Farbe da, aber wir hatten keine guten Farben. Es war so ein bisschen demütigend. Wir haben eine gefunden, eine Klasse mit Stühlen und Tischen. Die Stühle sind schick. Erster Test. Hey, hallo, man wird so leicht umkippen. Also man kippt leicht um, ja. Wenn man kippelt, sollte man nicht tun. Aber vor allen Dingen so. Oh. Alle staubig. Aber keine Ablage unten. Aber wir haben keine Dings. Aber es ist super. So, schlagt euch bitte euer Deutschbuch auf der Seite 37. Wir haben hier schon die ersten Sportler, die um sich über den Rasen wälzen hier. Plus unser Sportlehrer, Herr Garcia. Herr Garcia! David, wo gehen wir jetzt hin? Ab auf die Terrasse. Feuer! Leute, wisst ihr, was wir jetzt gesehen haben? Eine Sporthalle. Das hatten wir in der alten Schule nicht. Ja! Sporthalle! Und dann noch so groß. Und ist so laut. Was ist endlich? So eine Sporthalle. Leute, falls wir in der Pause, im Sportunterricht überhitzen, ist hier noch eine schöne Abkühlung dann im Winter. Mit minus 25 bis 30 Grad. Aua! Aua! Okay, weiter. Oh Mann! Aber auf die Terrasse, Jungs. Und Mädels natürlich auch.
der arme Moritz einfach. Moritz wird sich immer den Kopf stoßen. 20 Mal nacheinander. Ich hoffe, das hier wird noch schön gemacht. Im Sommer eine schöne... Was ist das? Vielleicht Kornpflanze? Vielleicht kriegen wir einen Schulgarten. Ja. Wow. Bio-Unterricht. Für Herr Buhe, ja. Herr Garcia! Ab auf den Spielplatz! Achso, und wenn ihr euch fragt, warum es so dunkel ist, wir haben noch keinen Strom. Wir haben noch 5 Minuten, um eure Aufnahmekasten zu kriegen. Los, los, los! Johoho! Wir haben Schaukel nach 2 Minuten Treppen. Schaukel! So geil! Oh. Los, David! Das Schulgebäude ist super. Ich bin überzeugt. Ich habe meinen Fuß auf Druck gesetzt. Wie viele Punkte gibst du? One step for a man. For a big step. For mankind. For the students. Ja, ich will. Okay, jetzt den Schulhof. Fältchen. Zu lange abgelenkt. Fältchen, du kriegst gleich was mit der Kamera. Das ist besser. Soll ich stoppen? Fältchen. Hey, Schulhof. Schulhof. Ich zeige euch die ausgestorbenen Raum. Ja, Spielplatz für die Kinder. Was kann man mehr sagen? Yeah. Wir haben alles, was wir uns wünschen. Basketball, Fußball, beste Tribünen. Und Fetchen, das allerbeste. Ein Outdoor-Klassenraum. Yo. Los geht's. Wir haben noch keine Minute. Guck, Fetchen, guck hoch einmal. Da oben haben wir neue Besucher. Da, wo wir gerade standen. Outdoor Klassenzimmer. Für den Winter wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich viel zu kalt. Für den Sommer absolut perfekt. Perfekt, aber auch sehr heiß. In der prallen Sonne hier. Wir hoffen noch, dass Verbesserungsvorschläge Sonnenschirm. So, im Schluss kommen wir dazu, dass das neue Schulgebäude echt geil ist, auf Deutsch gesagt. Es gibt alles, was sich hier Kinder vorstellen und noch besser eigentlich. Also Kreidetafeln im Gegensatz zu Whiteboards ist schon endlich mal ein Step in die richtige Richtung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.